Die junge Emma führte ein Pferd, als sie plötzlich die Kontrolle über die Zügel verlor. Ihr Spaziergang hätte in einer Tragödie enden können, aber du wirst nicht glauben, wie das Pferd reagierte. Emma war ein besonderes Mädchen, das auf einer wunderschönen Farm aufwuchs. Ihr Vater, Justin, hatte immer davon geträumt, einen eigenen Pferdehof zu haben. Seine Vorliebe für Pferde und das Reiten wurde schon in jungen Jahren geweckt. Er probierte das Reiten aus und schon bei seinem ersten Ritt machte es bei ihm Klick. Das Pferd reagierte gut auf ihn und er hatte das Gefühl, dass er ganz natürlich wusste, was er tun musste. Also nahm Justin natürlich weiter Reitunterricht und wollte so viel wie möglich über diesen Sport lernen. Als er in der Highschool war, war es sein großes Ziel, eines Tages eigene Pferde zu besitzen. Nach der Highschool verfolgte er einen gut durchdachten Plan und arbeitete Schritt für Schritt daran, seinen Traum zu verwirklichen. Justin arbeitete klug und hart und seine Bemühungen zahlten sich wirklich aus. Schließlich kaufte er seinen eigenen Hof und begann, Pferde zu sammeln. Und ehe er sich versah, kam Emma und machte sein glückliches Leben noch erfüllender. Für Justin war es von großer Bedeutung, dass seine Tochter eine wunderbare Kindheit inmitten der Natur und der Tiere hatte. Schon als Baby wurde Emma ständig nach draußen gebracht, ein Konzept, das vielen heutzutage fremd ist. Justin hatte keine iPads oder Bildschirme im Haus, abgesehen von einem Familiencomputer, der fast ausschließlich für geschäftliche Zwecke genutzt wurde. Und dank des Vorbilds ihres Vaters hatte Emma weder Interesse noch Lust, drinnen zu sitzen und Zeit am Bildschirm zu verbringen, denn das Leben wurde draußen mit ihrem Vater und all den Tieren gelebt. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum Emma so glücklich und gesund heranwuchs. Eines war sicher, Emma fühlte sich bei Pferden und Menschen gleichermaßen wohl. Der Unterschied zwischen ihrer zierlichen Größe als Kleinkind und einem ausgewachsenen Pferd, der war sehr groß. Viele Menschen waren nervös, wenn Emma mit einem von Justins Pferden auf Tuchfühlung ging, weil der Größenunterschied einfach riesig war. Aber Emma gehörte nie zu den Menschen, die sich vor Tieren fürchteten, auch nicht vor solchen, die deutlich größer waren als sie. Sie hatte keine Angst und auch die Pferde hatten ihr nie einen Grund gegeben, sich zu fürchten. So konnte Emma eine ganz besondere Bindung zu den Tieren aufbauen. Die Katzen, Hunde und Pferde waren wie ihre Geschwister und sie waren ihre liebsten Spielkameraden. Justin trainierte seine Tiere gut und brachte auch Emma fleißig bei, wie sie sich im Umgang mit den einzelnen Tierarten verhalten sollte. Genau wie ihr Vater war sie ein Naturtalent im Umgang mit Pferden. Als Emma alt genug war, um allein zu laufen, begann Justin ihre besondere Beziehung zu seinen Pferden zu bemerken. Er hatte ein bestimmtes Pferd, einen Mustang namens Cinnamon, das sich zu ihr hingezogen fühlte. Wie der Vater, so die Tochter, dachte Justin. Ihre Beziehung war süß und sanft, auch wenn sie manchmal etwas unbeholfen waren. Emma war schnell auf den Beinen, aber sie musste ihr Gleichgewicht beim Laufen noch perfektionieren. Wie es sich für ein Kleinkind gehört, kam sie manchmal ein paar Schritte vom Weg ab und lief in eine andere Richtung. Das bedeutete, dass das Pferd selbst sehr langsam und vorsichtig sein musste, wenn es in Emmas Nähe ging. Manche Pferde wurden dadurch nervös oder scheu, andere hätten sogar ohne Rücksicht auf Emmas Sicherheit direkt an ihr vorbeilaufen können. Aber Justin kannte seine Tochter und er kannte auch sein Pferd. Unter seinem wachsamen Blick waren sie beide sicher. Cinnamon benahm sich bemerkenswert gut. Er schien zu wissen, wie er sich in der Nähe des jungen Mädchens verhalten musste. Justin wusste, dass es das Beste war, diese wunderbare Freundschaft zu fördern. Und so machten er und Emma an einem verschneiten Tag einen Spaziergang mit Cinnamon. Sie zogen sich warm an, um sich auf das Wetter vorzubereiten. Emma zog sich einen bauschigen rosa Schneeanzug und eine hellrosa Mütze in Form eines Zeichentrickschweins an. Zu sagen, dass sie bezaubernd war, wäre eine große Untertreibung. Beim Spaziergang nahm sie mutig die Zügel in die Hand und führte Cinnamon die Straße entlang. Es war ein so kostbarer Moment. Und zum Glück hatte Justin die Kraft, sein Handy herauszuholen und sein Mädchen und ihr Pferd aufzunehmen. Sie sprach freundlich und selbstbewusst mit Cinnamon, während Papa sie von der Seite aus anleitete. Das Pferd hatte ein angenehmes Tempo und lief in Emmas Geschwindigkeit. Selbst als sie versehentlich vor das Pferd trat, verlangsamte es einfach das Tempo und gab ihr Zeit, ihren Kurs zu korrigieren. Cinnamon reagierte ganz ähnlich, als Emma gelegentlich über ihre eigenen Füße stolperte. Er blieb bei ihr und folgte ihrer Führung und zeigte dabei erstaunliche Geduld und Sorgfalt. Justin wies Emma fröhlich von der Seite an, während sie den Weg anführte. Er warnte sie, wenn sie langsamer werden oder eine Pause einlegen sollte, und sie folgte seiner Führung so gut sie konnte. Doch schon bald rannten ihre kleinen Füße wieder los und stürmten voran. Ihre Begeisterung war ansteckend und auch Justin und Cinnamon schienen sich zu amüsieren. Es gab jedoch eine Situation, auf die das Trio noch nicht gestoßen war.
Was würde passieren, wenn sich die Leine in den Beinen des Pferdes verheddern würde? Justin riet Emma, die Zügel von Cinnamons Beinen und Hufen fernzuhalten, und sie schien zu verstehen. Ein solcher Unfall könnte das Pferd zum Stolpern bringen und einen schönen Spaziergang in eine gefährliche Situation verwandeln. Also nahm die süße Emma die Zügel weiter oben in ihre Arme und marschierte vorwärts. Es dauerte nicht lange, bis Justin den entscheidenden Fehler bemerkte, den sie gemacht hatten. Zwar waren die Zügel nicht mehr unter den Füßen des Pferdes, aber sie hatten sich stattdessen in Emmas Schneehose verfangen. Justin rief seiner Tochter klar und deutlich zu, sie solle langsamer werden und dann anhalten. Das war das erste Mal bei Cinnamon und Justin beobachtete das Pferd, um zu sehen, wie es auf die Situation reagierte. Es war ein sehr gutes Pferd, aber trotzdem war es für Justin wichtig, wachsam zu sein. Ein verängstigtes Pferd ist unberechenbar. Justin musste in der Lage sein, sofort einzugreifen, wenn etwas passierte. Zum Glück für alle konnte Justin unglaublich gut mit seinen Pferden umgehen. Emma ging also an den Straßenrand und blieb stehen. Die Situation schien nicht zu beunruhigen und sie behielt eine positive, spielerische Haltung bei. Justin war ein guter Vater und er wusste, dass Emma neue Dinge am besten lernt, wenn sie sie selbst macht. Er hätte rüberlaufen können, ihr die Zügel aus den kleinen Händen reißen und alles für sie regeln können, aber dadurch hätte sie nicht viel gelernt. Justin wusste, dass er bleiben sollte, wo er war, also sagte er ihr einfach, dass sich die Zügel um eines ihrer Beine verheddert hatten. Sie zerrte an den Zügeln in verschiedenen Richtungen, um sich zu befreien. Sie wehrte sich ein wenig, aber Justin ließ ihr Zeit, die Leine zu erkunden und einen Weg zu finden, sie zwischen ihren Beinen zu entwirren. Gerade als es so aussah, als hätte Emma es geschafft, sank Justins Herz in seiner Brust. Er erkannte, dass Emma die Zügel losgemacht hatte, aber sie hatte vergessen, sie festzuhalten. Sie ließ sie fallen. Und Justin erkannte sofort, was das für Cinnamon bedeuten könnte. Viele Pferde würden fallengelassene Zügel als Einladung zum Abhauen verstehen. Und Justin befürchtete, dass Cinnamon vor lauter Aufregung vergessen würde, auf Emma zu achten. Für einen Moment schien alles in der Luft zu erstarren. Was würde das Pferd als nächstes tun? Justin beobachtete mit angehaltenem Atem, wie Cinnamon nichts tat. Wie war das möglich? Das Pferd wartete geduldig darauf, dass das junge Mädchen die Zügel wiederfand und sie aufnahm. Justin filmte sogar noch mit seinem Handy und hielt diesen unglaublichen Moment auf Film fest. Der Mustang versuchte weder zu rennen, noch machte er es Emma schwer, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Emma war ein bisschen langsam, um die Zügel zu ergreifen, und sie brauchte sogar ein paar Versuche, bevor sie sie in ihrer kleinen Faust festhielt. Justin war erstaunt. Er beobachtete Cinnamons Körpersprache und wusste, dass das Pferd Emma gerne folgte, wohin sie auch ging. Er sagte ihr, dass sie weitergehen könne, und bevor er blinzeln konnte, war sie schon wieder auf dem Weg zurück auf die Straße. Sie rief über die Schulter zu Cinnamon und sagte ihm, dass sie wieder laufen würden. An diesem Tag schmolz Justins Herz regelrecht dahin. Er hatte recht daran getan, seine Töchter von Geburt an mit den Tieren bekannt zu machen, und er wusste, dass sie sich immer gut um sie kümmern würden. Was für ein herzerwärmendes Ende. Was dachtest du, würde der Mustang tun, als die Zügel fielen? Warst du schon einmal so nahe an einem Pferd dran? Sag es uns in den Kommentaren unten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.